Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Squad Builder Battle. Leute, heute wieder ein random Squad Builder Battle und die feiert ja einfach extrem Feedback. Das letzte Mal war überragend. 87 plus Player Picks haben wir heute am Start. Und das letzte Mal hat ich das mit dem Bene vom VfL gemacht und der ist heute wieder am Start. Grüß dich! Ein schönes Gutkick in die Runde. Moin Max, danke für die Einladung. Hab wieder mega Bock, diesen Pick zu ziehen. Letztes Mal haben wir geisteskranke Karten daraus gezogen. Kanté, Modric, Immobile, Timo Werner, da war alles dabei. Ja, ich hab Bock. Da war alles dabei und das Feedback war auch überragend. Würde mich natürlich freuen, wieder 2000 Likes, Jungs. Sind, denke ich mal, drin für dieses random Player-Pick. 87 plus Player-Pick, SBB, ihr wisst Bescheid. Abonnieren natürlich nicht vergessen, 70% haben dies noch nicht getan. Und da würde ich sagen, können wir eigentlich mal gleich anfangen, obwohl ich würde sagen, du fängst an, der Gast darf zuerst den Player-Pick öffnen. Und wir hoffen natürlich nicht auf so ein Alberto oder so ein Immobile oder so. Also vielleicht was besser Spielbares, sage ich jetzt mal, Bene, von daher... Du darfst beginnen, wann immer du möchtest. Sehr gerne. Also hier haben wir einen 87 plus Player Pick. Ich starte direkt rein. 3, 2, 1. Let's go. Ja. Wer wurde es denn? Es ist wieder mal der gute Luis Alberto. Daneben der gute Parejo. Und in der Mitte hier ist noch der gute Romelu Lukaku zum Glück. Immerhin noch ein Stürmer dabei. Ist zwar auch keine so geile Karte, aber ja, kann man sich nicht verändern. Ja. Genau, Lukaku geht, denke ich mal, klar. Und was ich auch vergessen habe zu sagen, natürlich Rückspiel mit 88 plus Player Picks ist natürlich bei Bene auf Kanal unbedingt abchecken. Dann würde ich sagen, ist das auch gesagt. Und ja, dann würde ich sagen, hoffe ich jetzt, dass ich hier kein Immobile oder Alberto ziehe. Du darfst runterzählen, auf 1 öffne ich es. Ich würde es dir gönnen, Max. 10, 9, 8. Sympathisch, man kann sich unterhalten. 3, 2, 1. Let's go, bitte. Oh! Ich glaube, der eine ist gar nicht so verkehrt. Ein Kai Walker, 87er. Der Innenverteidiger? Ja. Ist halt für ein SBB nicht so krass, aber ich glaube, es ist auch mal interessant, wenn man sowas. Also, ich glaube, der ist aber. Ist eine geile Karte. Ich glaube, ich der Walker. Ich habe den auch, den Team of the Week Moments in Rot. Und ich glaube, das ist auch beim SBB ganz cool, wenn man dann mal so von hinten aufbauen muss, verstehst du? Das Ding ist, ich habe zur Auswahl noch Kolarov, 87 als Linksverteidiger und Verratti als ja, ZM. Also das sind jetzt alles nicht so riesige Karten. Also so ein Kai Walker, den kannst du spielen, sehr, sehr gerne mit. Ich bin zufrieden. 93 Pace hat der Junge. Dann würde ich sagen, bauen wir jetzt mal die Teams um die beiden Karten und gehen rein ins SBB. Let's go. Let's go. So, wir gehen rein ins Squad Builder Battle an sich. Natürlich, der Gast darf zuerst rein, schon wie sich das gehört. Ich halte zuerst rein. Ja, danke, ich bin. Dankeschön. Ja, es ist eine Möglichkeit, mehr aber auch nicht. Wir schauen mal, wen hast. Lukaku brauchte drei Links. Deswegen habe ich natürlich versucht, ihm direkt einiges an Chemie zu geben. Linker Flügel ist bei mir der gute Alexis Sanchez. Der hat leider nur eine 82er Karte, hat auch eine 84er Karte, aber die Stürmer. Und rechter Flügel gehen wir in eine andere Liga und zwar in die Ligue 1. Und da haben wir Angel Di Maria. Good birthday. Über eine Million. Ne? Mit zwei Belgern gegangen. Nainggolan und den guten Dries Mertens links. Schade, das war aber nix. Maximilian, du darfst reinstellen. Perfekt, ich gehe rein. Torhüter. Gehen wir mit einem Brasilianer aus der Premier League. Alisson, nicht Ederson. Und im linken, also in der linken Innenverteidigung, ein Info von Marquinhos. Darfst du beides behalten? Ich dachte mir, damit du zu 100% sicher einen Keeper drin hast, machst du was komplett Neues. Deswegen habe ich Neuer und Theo Hernandez für Birthday aufgeschrieben. Wobei Theo Hernandez, Lukas Hernandez, was laber ich für eine Scheiße. So Jungs, dann kommen wir hier bei mir zum Mittelfeld, bei Max zur restlichen Verteidigung. Wobei, ich mache nochmal neu, ich habe es so dumm mit den Händen gemacht. Nee. So Jungs, dann kommen wir bei mir zum Mittelfeld, bei Max zu den Außenverteidigern. Zehner, Lukaku braucht noch einen Link und ich bin mit dem offensichtlichsten und besten Spieler gegangen, was eigentlich nur geht, und zwar KDB, Kevin De Bruyne, habe ich umtauscht beim Verein, Erstbesitzer, linkes ZM dazu passend, Fernandinho 87er und rechtes ZM einen Zehner, bin ich mir ziemlich sicher, dass du nicht aufgeschrieben hast, und zwar Ikone. Eriksen, Barella und Gaita, wie er heißt. So, und jetzt muss man genau halt andersrum denken, Außenverteidiger, und ich probiere jetzt einfach die IVs irgendwie auf Fullcamp zu kriegen, einigermaßen Rechtsverteidiger. Wir gehen rein, ist ein Brasilianer, Raphael, Grüße gehen raus, und links spiele ich einen von Manchester City, könnte ich mir nicht entscheiden, ich glaube drei Varianten oder so habe ich. Ich bin gegangen mit Angelino.
Lass behalten. Ich wusste, dass du Walker Fullcam bringen willst. Deswegen habe ich Chilwell aufgeschrieben. Das wäre so ein typischer Max Malle-Spieler. So ein Inform, den keiner auf der Rechnung hat. Darfst du beide behalten. Full-Team bzw. erst Verteidigung, die steht schon mal, das ist wichtig gegen Benes Offensive, vor allem diesen Di Maria, der macht mir jetzt schon Angst, von daher schauen wir mal, was im Mittelfeld so geht. Let's go. So, auf geht's in die Verteidigung beim Bene, bei mir ins Mittelfeld erstmal, aber vorher halte ich mal rein. Du darfst gerne reinstellen, mal gucken, hier bin ich gespannt. Ja, ich habe ein bisschen Angst, weil ich habe eigentlich links eine 50-50 und rechts eine 50-50. Links ist die 50-50-Chance zwischen Alexandro und eine schlechteren Karte. Ich habe leider die Ligen-SBC von ihm nicht gemacht. Und zwar ist es der gute Dalbert. Und auf der rechten Seite gibt es einmal Meunier. Und dann gibt es natürlich noch die Ikone, den guten Zanetti. Okay, eine gute Nachricht ist es. Ich habe den Dalbert aufgeschrieben. Aber durchgestrichen und Sandro dafür hingeschrieben. Und rechts habe ich den Zanetti aufgeschrieben. Let's go, du darfst einen schönen Bronzekeeper rechts hinstellen. Bei Max ist es jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil wir haben einmal die linke Seite von ihm, einmal die rechte Seite. Wir fangen jetzt mit der linken Seite an, weil er mit Kyle Walker gestartet hat. Und ja, alles klar. Max, kannst alles machen, was du willst, denke ich. Machen wir das. Linker ZM. Der Kyle Walker, der braucht ja noch irgendwie einen Link, deswegen habe ich mir für eine Icon entschieden. Ich habe den gerade wegen United im Team Prime Icon Moments Guardiola. Könnte vielleicht ein bisschen bitter werden zum Schluss beim Discard. Ne? Linker ZUM Tarabt. Habe ich mal mega Bock drauf auf die Karte. 88er ist es sein Scamp gewesen. Und vorne im Sturm einen Vereinskollegen, den auch von ihm, und zwar in Inform namens Vinicius. Also wenn du die hast, ja, dann fahre ich persönlich zu dir nach Hause und überweise dir einen Zehner. Ich wollte schon sagen, wenn ich die habe, wirklich komplett Ende. Ich habe aufgeschrieben, Lo Celso, Alejandro Gomez und Paulo Dybala, also Serie A-Methode. Schmeckt. So Jungs, dann vervollständigen wir auch unsere Teams. Ihr seht hier schon, ich war mir ein bisschen unsicher, was der Max machen wird, aber ich hoffe, ich habe noch einen getroffen. Also ich bin gespannt, ob du mit denen gegangen bist. Ich bin mit zwei Brasilianern erstmal gegangen. So viel steht schon mal fest. Rechter ZOM, damit fange ich mal an. Lucas Paqueta, Foot Birthday Karte, war letzte Woche zum Erspielen. Ich hoffe nicht, dass ich die abstoßen muss, die kriegt man nämlich nicht nochmal wieder. Im ZTM spiele ich den guten Allen, heißt er, von Neapel und vorne im Sturm den Dries Mertens in Form. Ich habe ja auf meinem Board aufgeschrieben, Lucas Leiva, habe ihn durchgestrichen und habe dann einen Spieler mit Arthur aufgeschrieben. Oh mein Gott. Ligason von der und vorne Munayin und Bartra. Da ist neues Plan. Ich war mir so sicher zuerst, dass du in die Serie A gehst, aber ich dachte mir dann irgendwie, nee, doch nicht. Das sind sehr geile Karten. Team sieht gut aus, ich freue mich drauf und dann schießen wir dir mal noch ein paar raus. Let's go, schieß mal los. Mir ist gerade klar geworden, dass du mich jetzt so richtig gut kick in. Also wirklich, so richtig. Okay. Ich kann das wirklich alle drei haben. Okay. Rechter IV, ich mach schnell Kimpembe. Linker IV, Eder Militao und im Tor Areola. Nein, ich bin mit der anderen Variante gegangen. Sydney, Varane. Areola. Und Areola. Grüße gehen raus, Bronx-Torhüter hinten drin. Damit spielt er schon mit zwei Bronx-Torhütern, aber leider kein Stürmer im Tor. Schade, Bene. Würde ich sagen, Teams sehen an sich ganz gut aus. Die sehen wir gleich auch nochmal in der Vorschau, weil der Bene so einen Pro-Modus hat. Und da sieht man die Teams. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Gameplay. Let's go. So, und da sehen wir jetzt Gott sei Dank mal die Teams wieder auf dem Gegner, also beziehungsweise durch diesen schönen Pro-Modus. Und ich sehe die beiden Bronze-Keeper. Oh, einfach herrlich. Also ich muss über links kommen von mir und einfach öfters mal aufs Tor schießen. Von daher dürfte nichts verkehrt dran sein. Und dann wünsche ich dir erstmal natürlich einen guten Kick in die Runde. Kick, Max. Ich finde dein Team auch richtig nice gebaut. Bisschen symmetrisch, so mit hinten den zwei roten Impfraums aus, die Champions League-Karten, vorne die Impfraums. Sehr schön. Gut Kick, Max. Och nee. Och nee. Och nee. Dries Mertens, Junge. Let's go. Gut gespielt. So mit der Ballrunde nach natürlich, ja. Aufbau sind kleine Fehler drin gehabt, drüber gelegt. Auch entspannt der Bronzekeeper. Ja, okay, ich glaube, ein Goldkeeper hätte ihn vielleicht gehalten. Mhm. Da war auch nicht so platziert, muss ich sagen. Junge, den Dalbert hättest du gerne treffen dürfen, ich schwör. Oh, was machst du? Sie sind geistig behindert. Ja, der muss drin sein. Let's go, Lukaku, komm. Ja, Mann. Schade, konnte ich nichts machen. Da lehnt er sich erstmal zurück. Da. Und dieser Juve, ey. Nee.
Hilfe, 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 Hilfe. Oh mein Gott. Okay, 1-1 in der Pause, genau. Ja, diese eine Ballrolle, glaube ich, hätte ich mal irgendwie reinmachen können. Bene natürlich auch Chancen gehabt. Ist sehr, so ein Schwitzerspiel. Ja, Schwitzerspiel ist es wirklich. Ich habe jetzt Handtuch und dann ja, geht es in zweite Halbzeit. Let's go. Ja, guter Ball. Komm, die Maria. Zeig, dass du die Coins wert bist. Hinten kommt er. Oh mein Gott, was ist das für ein Rotzpass? Nein, das gibt es nicht. Das gibt es nicht, Mann. Was ist das denn? Ich hab kein Ziel. Ach, das ist ja kein Ziel. Genau, ist der Pro-Modus, ist es ohne Zielen. Und da weiß ich immer, dass Bene nach rechts schießt. Von da ist da wirklich alles safe. Ja. Ich hab's so gewusst, Benedikt. Verlängerung. Nein. Unten nicht sehen. Keeper! Ja, Keeper, anderer Keeper. Ich glaub es nicht. Ich kann's nicht glauben, was der macht mit dem Ball. Es ist traurig. Nein. Boom, Junge! Let's go! Die Übersicht ist da. Vinicius macht das Junge, Ding der Stürmer. Ich hab so eine Rotz-Abseitsfalle gemacht, du hast gesehen. Ey, ich öle jetzt zum Reinigen. Wie denn soll? Ja! 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 Komm! Let's 120. go! 120. Junge! 120. So geölt, Mann. Oh mein Gott! Elfer schießen. Oha, ich hätte nur durchziehen. Falls ihr das nicht wisst, ist der Pro-Modus ist keine Zielhilfe oder sonstiges. Das ist ganz, ganz mies ist das. Das ist ganz mies. Ich bin so schlecht, ich kann das nicht. Ich kann Grüße es einfach raus. Nicht. Ich kann es einfach nicht. Ja, gut, Max. Ja, let's go. Wirklich. GG. Ich hab alle vier Elfer verschossen. Mann, ey. GG, Benedikt, stark gespielt. 120 Ausgleich kassiert, macht Spaß, Jungs, kommen wir zum Discard. Du darfst? Nee, doch, ja. Mach einfach. Damit's schnell weg ist. Ich will einfach nicht. Ja, schieß los. Vor Triple Two. Wer ist denn der Wertvollste? Zum Guardiola, glaube ich, für knapp. Ach, stimmt. Das ist, glaube ich, schon gar nicht mal so billig. Okay. Ich nehme den. Linksverteidiger. Linksverteidiger. Oh. Alisson Becker. Grüße gehen raus. Linker Sturm, Guardiola. Ich rechter ZOM Mertens. Also rechte Seite war eigentlich alles eklig, bis auf den ZTM Tarappen. Links ZTM. Gebe ich mal den Alisson ab und let's go. So, wir sind beim Lastan Gold Upgrade. Der Alisson hier unten ist da drin. Wir senden das ganze Team ab. Let's go. Ich kriege dafür wenigstens zwei seltene Spielerpack. Da wird auf jeden Fall was drin sein, wie ich hier erkenne. Und mein Pack lag auch. Ich bedanke mich, Benedikt, dass du den ganzen Spaß mitgemacht hast und die 18 Siege auch erölt hast. Für dich war es eher kein Problem. Von daher bin ich raus. Bis zum nächsten Video. Und das letzte Wort hat wie immer der Gast. Danke für die Einladung, Max. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. Ich glaube, letztes Mal ging es auch schon ins Elfern. Also freut mich auf jeden Fall, dass unsere Games aktuell immer so eng sind. Also, das ist für dich, glaube ich, auch eine gute Vorbereitung für United. Hat Bock gemacht, gerne wieder. Und ja, Jungs, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.